Schönen guten Tag, Herr Erreis. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Ja, genau. Gestern habe ich mein Konto, da habe ich Geld überwiesen und das habe ich dann aktiviert. Ja, Punkt ist, dass Sie haben jetzt professionelle Konto. Damit werden Sie keine Profite bekommen, weil der Fehler passiert im System. Und jetzt müssen wir sofort Umschaltung machen, dass Sie Ihr Handelskonto benutzen können und Profite machen können. Denn Sie werden Ihre erste Investition nie wieder sehen. Haben Sie. Hallo meine Freunde, da bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. Heute habe ich euch ein bisschen was anderes mitgebracht. Ja, es ist wieder Trading-Betrug. Allerdings geht es hier ein bisschen heißer zur Sache, denn ich tue so, als hätte ich gestern schon Geld eingezahlt. Und die Firma, mit der ich hier telefoniere, ja, ist der Meinung, ich hätte da was falsch und man müsste jetzt nochmal Geld auf ein anderes Konto überweisen. Weil das ist halt so. Warum? Kann sie mir allerdings nicht erklären. Ich spiele das ganze Spiel noch ein bisschen mit ihr. Ja, und ganz zum Schluss sagt sie dann, ich werde mein Geld nie wiedersehen. Das werdet ihr natürlich immer von einer seriösen Firma hören, die euer Geld verwaltet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem höchst interessanten Anruf. Hallo, schönen guten Tag, Herr Erreis. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Das freut mich. Ich habe Ihre Daten bekommen. Mein Name ist Herr Schiller und ich rufe Sie bezüglich Ihrer Registrierung am Finanzmarkt. Mhm, okay. Haben Sie Konto aktiviert, Handelskonto? Ja, habe ich aktiviert, ja. Ja, aber wir haben solche Nachricht. Ja, Sie haben zufällig also professionelle Konto eröffnet. Das bedeutet, Sie haben das gestern gemacht, oder? Ja, genau. Gestern habe ich mein Konto, da habe ich Geld überwiesen und das habe ich dann aktiviert. Ja, Punkt ist, dass Sie haben jetzt professionelle Konto. Damit werden Sie keine Profite bekommen, weil der Fehler passiert im System und jetzt müssen wir sofort Umschaltung machen, dass Sie Ihr Handelskonto benutzen können und Profite machen können. Wie? Na, ich habe doch gestern Geld eingezahlt zum Handeln. Ja, ja, ich weiß, deswegen rufe ich Sie an, weil das, mir zeigt die rote Taste, das bedeutet, dass Sie sind Anfänger und die Anfänger, Sie brauchen kein professionelles Konto, weil professionelle Konto benutzen Leute, die seit 10 Jahren auf dem Markt handeln und viel Erfahrung haben, ja. Mit diesem professionellen Konto werden Sie überhaupt keine Profite machen, ja. Wir müssen jetzt Umschaltung machen, das bedeutet, ich werde für diese Unannehmlichkeit jetzt für 210 Euro Ihre Anfängers, beginnendes normale Konto eröffnen, aber Sie werden Ihre erste Investition sofort auf Ihre Anfängerskonto bekommen, ja? Dann werde ich Zugriff haben und ich werde das überweisen, ja? Und Sie werden insgesamt 460 Euro auf Ihre Anfängerplattform haben. Meine Güte, die bekommt ja Schnappatmung beim ins Telefon brüllen die ganze Zeit. Also so wie die da am Stöhnen ist, währenddessen die da versucht irgendwas aneinander zu reihen, was keinen Sinn ergibt. Ja, Wahnsinn. Aber die möchte jetzt hier wirklich erklären, dass ich habe ein Handelskonto eröffnet, das war aber das Falsche. Und deswegen soll ich jetzt nochmal Geld in ein neues Konto, was wir heute eröffnen, investieren. Aha. Kann man denn nicht einfach das Geld von dem alten Konto auf das neue Konto machen? Ich meine, mal davon abgesehen, dass nie irgendwo Geld geflossen ist. Ich habe nie einen Cent in so ein Betrügerunternehmen gesteckt. Ja, aber weiß ich nicht. Irgendwo müssen sie ja diese komische Information herhaben. Na ja, dann machen wir da halt eben auch mal eine Weile mit, ne? Wir wollen ja sehen, was da so passiert. Können jede Zeit auszahlen, ja? Und deswegen werde ich noch Ihnen 50%igen Bonus geben. Für diese Unannehmlichkeit, ja, weiß ich nicht, warum dieser Fehler ist passiert, ja. Sie werden dazu von meiner Seite noch 125 Euro bekommen auf Ihrer Beginners-Plattform, okay? Mhm. Aber wir müssen jetzt das sofort machen, dass Sie jetzt keinen Verlust haben, okay? Ja, dann machen haben Sie mal. Jetzt, ja, haben Sie jetzt Zugriff am Computer oder Handy? Ja. Okay, wie Sie möchten das machen, mit Visa oder mit Mastercard? Na, habe ich doch gestern schon gemacht. Habe ich doch gestern aufgeladen. Ja, Alte. Nochmal, ja. Wir müssen jetzt nochmal das machen. Alles nochmal. Wir brauchen 5 Minuten, ja? Na, aber das Geld ist doch schon abgegangen. Das habt ihr doch schon bekommen. Das werden... Nein, nein. Ja, aber das ist professionelle Konto. Ja, dann buch das einfach um auf das andere Konto. Ja,
aber ich kann das nicht machen, ja? Warum nicht? Weil ich habe keine Erlaubnis, Ihr Geld zu überweisen ohne Ihr aktive Handelskonto. Ach so, dann erlaube ich Ihnen das, ja? Ja. Höchst seriös. Ihr habt ein Konto bei denen und sie hat aber keine Erlaubnis, das Geld umzubuchen. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, nach einer anständigen Legitimation kann man das Geld doch umbuchen. Funktioniert auch bei jeder anderen Bank. Vielleicht jetzt nicht unbedingt telefonisch, aber wenn die nur telefonisch erreichbar sind, naja. Also ich habe jetzt auch schon viel am Telefon mit einer Bank gemacht. Ich meine, man kennt sich ja, wenn man immer bei der gleichen Bank ist und die Stadt jetzt nicht so riesig ist, dann kennt man sich ja auch mit seinem Bankberater und man sieht ihn vielleicht auch mal beim Einkaufen. Ja, und da kann man dann auch mal anrufen und was ändern lassen. Hier geht es scheinbar nicht. Da muss man nochmal Geld einzahlen. Tja, das Argument, dass man einfach das Geld von Konto A auf Konto B dann verschiebt, das funktioniert hier komischerweise nicht. Ja, und das zeigt halt eben auch schon, dass an der ganzen Geschichte irgendwas faul ist. Ich verstehe zwar nicht, wer auf sowas reinfällt, weil das Geld habe ich ja schon mal überwiesen. Also stimmt nicht, aber sie denkt ja, ich habe es schon mal überwiesen. Warum kann man das Geld dann nicht von Konto A auf Konto B einfach rüberschieben? Ist doch technisch jetzt eigentlich kein Hit. Oder ich locke mich selbst bei Konto A ein und schiebe es auf Konto B. Aber naja, das geht ja aus lauter fadenscheinigen Gründen bei denen komischerweise nicht. Man muss ja dazu ein neues Konto komplett eröffnen. Ja, also ergibt zwar alles keinen Sinn, aber naja, machen wir mal weiter mit dem Spaßvogel hier. Ja, aber wohin soll ich das überweisen, wenn Sie kein Anfängerkonto haben? Na, von dem anderen Konto auf das Anfängerkonto, das ist doch dann auch aktiviert. Nein, das ist professionelles Konto. Wenn Sie kein Anfängerkonto haben, ja, dann kann ich ja nicht dieses Geld zurücküberweisen, ja? Das war sofort in Kryptowährungen umgetauscht. Das bedeutet, dass Sie brauchen jetzt aktive Beginnerskonto, wo schon darf ich diese Ihre erste Investition überweisen, ja? Wenn Sie jetzt kein Anfängerskonto haben, wo darf ich das überweisen? Wo soll ich das überweisen? Verstehen Sie? Naja, von dem professionellen Konto können Sie doch das dann auf das Anfängerkonto einfach umbuchen. Das ist ja kein Problem. Wenn Sie haben kein Anfängerskonto inaktiv, ja. Ich kann das nicht überweisen. Zuerst, wir sollen das inaktiv machen. Ja, dann machen wir aktiv. Wir sollen damit jetzt Ihr Konto aktivieren. Sie werden dafür nur 210 Euro jetzt machen. Damit werden Sie das inaktiv stellen. Aber dieses Geld und Ihre erste Investition, Sie werden zusammen auf Ihrem Anfängerkonto haben. Okay, haben Sie es soweit verstanden? Ja, verstanden habe ich das schon, dass die mich hier betrügen will. Denn das klingt überhaupt nicht logisch. Warum ändert man denn nicht einfach den Status von professioneller auf Einsteigerkonto? Das ist bei jedem technischen Programm, ist es nur ein Klick. Und schon hat man ein anderes Konto. Tja. Oder man bucht halt das Geld auf ein anderes Konto um. Dann hat man halt eine neue Nummer, wenn es so sein muss, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann bucht man halt die Kohle um und dann ist das Ganze erledigt. Oder ich locke mich bei Konto A ein und dann bei Konto B und schiebe das rüber vielleicht. Warum muss ich da jetzt nochmal einzahlen? Ja, weil sie noch gar nichts von mir haben und jetzt erst betrügen wollen. Tolle Masche. Nö. Herr Alfred, nochmal, ja? Ja. Sie haben jetzt professionelle Konto, okay? Ja. Wir müssen jetzt... Sie atmen so schwer. Wie bitte? Sie atmen so schwer. Ist die Luft bei Ihnen so dünn? Okay, gut. Also, Sie haben jetzt normale professionelle Konto, ja? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich würde auch das behalten. Ja, aber damit werden Sie nicht profitieren, weil da haben Sie kein Erlaubnis, ja? Sie sind schon nicht professionell, ja? Sie sind jetzt seit 10 Jahren auf dem Markt. Nein, ja? Nö. Sie sind Anfänger. Ja. Deswegen brauchen Sie normale Anfängerskonto, wo Sie richtige Positionen öffnen und mit Ihrem Privatberater zusammenarbeiten und Ihre ersten Schritte machen, ja? Aber warum hat denn die Kollegin das professionelle Konto empfohlen? Das meinte ich auch. Das ist ein Fehler passiert. Mein Ziel ist, dass jetzt sofort Umschaltung machen, dass Sie diese Investition nicht verlieren. Verstehen Sie es? Ja, aber die Kollegin hat doch gesagt, dass das ein gutes Konto ist und dass sie das jetzt so für mich macht. Und dann hat sie das eingerichtet. Ja, aber ich weiß nicht, mit wem Sie haben gesprochen. Das ist ein Fehler passiert. Sie haben jetzt momentan ein professionelles Konto. Sie brauchen nicht. Sie können das nicht benutzen. Ich bin hier,
um Ihnen dabei bis am Ende zu helfen und normale Beginners-Plattform eröffnen, ja? Da werde ich schon Ihre erste Investition überweisen. Haben Sie es jetzt verstanden? Wenn Sie jetzt kein normales Anfängerkonto haben, dann wo soll ich diese Ihre erste Investition überweisen? Ja, wir brauchen jetzt, dass Ihre Anfängerkonto inaktiv steht. Wir müssen jetzt zusammen das aktivieren, ja? Und dann werde ich schon Ihre erste Investition auf Ihre Anfängerkonto überweisen. Also Ihre Schnappatmung sollte die hier wirklich mal überprüfen. Also das ist ja schon nicht mehr normal, wie die atmet und wie die redet. Also keine Ahnung, ob die da alle rauchen in dem Callcenter. Das hat ja auch schon mal einer erzählt, dass er da alle sitzen und rauchen. Ganz toll, aus der Zivilisationsstufe sind wir hier in Deutschland echt nur, glaube ich, schon seit den 90er Jahren raus. Oder noch vorher. Also ich kann mich zumindest kaum noch dran erinnern. Doch, als ich damals mal im Callcenter gearbeitet habe. Also in so einem ähnlichen. Also in dem Callcenter, wo ich angerufen habe, wurde ich ja angerufen, war aber nichts anderes als Betrug am Ende. Aber naja, da gab sowas schon eigentlich nicht mehr. Später in einem anderen Callcenter, wo es dann um Kundenservice ging, da durften zumindest die Chefs noch in ihren eigenen Büros rauchen. Sowas gab es da tatsächlich auch noch. Es war aber dann ganz schnell weg. Also da sind wir schon wirklich schon lange, lange, lange drüber hinaus, über diese Zivilisationsstufe. Naja, aber bei denen läuft das scheinbar so noch. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall erzählt ihr hier auch wirklich nur Blödsinn. Also von vorne bis hinten viel Gelaber mit wenig Inhalt und alles ergibt gar keinen Sinn eigentlich, aber das sollt ihr als Kunde verstehen und dann nochmal Geld überweisen. Ja, aber wenn ich nochmal Geld überweisen soll, dann bräuchte ich doch eigentlich schon irgendwie eine sachliche, vernünftige Kommunikation mit ihr. Scheint nicht so richtig zu funktionieren mit ihr. Haben Sie es verstanden? Also das heißt, Sie überweisen denn das Geld von dem professionellen Konto auf das Anfängerkonto? Ja, genau. Dann können Sie das machen, genau. Dann machen Sie das mal. Okay. Mhm. Sagen Sie mir bitte, machen Sie das mit Visa oder Mastercard? Na, mit dem Konto, was Sie da haben. Herr Alfred, nochmal, ja? Sie haben jetzt ein professionelles Handelskonto, eine digitale Brieftasche. Ja. Wir sollen jetzt ein normales Anfängerkonto eröffnen. Ja. Da sollen Sie 210 Euro investieren in dieses normale Anfängerkonto. Wenn das inaktiv steht, dann werde ich schon von dieser Professionelle Ihre Konto, Ihr Geld auf Ihre Anfängerkonto überweisen. Dann werden Sie insgesamt 460 Euro auf Ihre Beginners-Plattform haben. Ja, aber da habe ich ja zweimal Geld überwiesen. Ja, aber das ist Ihr Geld. Das werden Sie behalten auf Ihrem Handelskonto, ja? Ja, und Sie jederzeit auszahlen können. Ja. Und, okay? Und was ist jetzt der Grund, warum Sie das Geld nicht einfach umbuchen können? Weil das ist schon auf Ihre professionelle Konto in Kryptowährungen umgetauscht. Das können Sie ja rüberschieben. Dann tauschen Sie das mal um. Das muss ich von Ihrem professionellen Konto auf Ihr Beginnerskonto überweisen. Wenn Sie kein aktives Beginnerskonto haben, kann ich nirgendwo das überweisen. Sie werden aber einfach wenn Sie das Geld da draufpacken, dann wird es doch aktiviert mit Geld, oder nicht? Ja, und den logischen Punkt haben Sie irgendwie total in Ihrer Geschichte vergessen, die Sie hier so dramatisch erzählt. Denn man aktiviert ja ein Konto mit Geld. Bei denen zumindest. Normalerweise funktioniert das so nicht, weil wenn man sich da anmeldet, ist das Konto aktiv und fertig. Und wenn man dann nicht mehr drauf zugreift, dann wird es irgendwann vielleicht deaktiviert, weil wegen zu lange nicht online gewesen. Also inaktiv. Ja, aber mit Geld aktiviert man doch so ein Konto nicht. Es ist aktiviert, wenn ihr euch da einloggt. Denn es ist ja da. Man kann sich einloggen. Da braucht man kein Geld zu. Naja, und wenn man aber jetzt von der Geschichte ausgeht, dass man da Geld zu braucht, um ein Konto zu aktivieren, naja, dann nehmen wir einfach das Konto A, nehmen das Geld, packen das auf Konto B und aktivieren damit Konto B. Wo ist denn jetzt das Problem? Wir können doch das Geld von Konto A auszahlen auf Konto B. Oder nicht? Oder habe ich da jetzt irgendwie einen Logikfehler drin? Weil letztendlich kann ich ja angeblich das Geld auch auf meine IBAN, also auf mein ganz normales Bankkonto überweisen. Ja, dann gebe ich doch einfach den Bankkonto oder deren Bankkonto da an und transferiere von meinem Online-Handelskonto das Geld auf deren Bankkonto, wie eine Einzahlung. Als würde ich es da auszahlen. Kann ich so machen, selbstständig sogar. Ich könnte mich bei dem einen Konto einloggen, auf Auszahlen gehen und bei dem anderen Konto auf Einzahlen. Also das
Konto oder die Kontodaten von dem anderen Konto bei Auszahlen dann angeben. Dann würde das ja von A nach B einfach rübergeschoben werden. Wo ist denn jetzt das Problem? Oder ich zahle die Kohle erst von meinem anderen Konto aus auf mein normales Bankkonto und dann kann ich ja investieren. Also irgendwie haben die da einen Logikfehler drin in der Geschichte. Und dann ist die auch noch so aggressiv und unfreundlich und Fragen darf man ja auch wieder nicht stellen. Entschuldige bitte, dass ich mal nachfrage, was ich mit meinem Geld hier anstelle. Tja, verstehe ich immer nicht. Können die nicht einfach mal nett am Telefon sein? Dann würde doch sowas funktionieren, oder nicht? Aber doch nicht so. Alfred, bitte. Hm? Ich arbeite hier seit 5 Jahren, ja? Okay? Sie verstehen nicht, worum es geht. Sie haben jetzt doch, nur ein professionelles Konto. Nein. Lassen Sie bitte mich aussprechen. Hm. Sie werden Ihre erste Investition jetzt verlieren. Sehr einfach. Weil Sie haben ein professionelles Konto, die mit Anfängern nicht funktioniert. Sie brauchen jetzt ein normaler Beginner-Plattform, ein Anfängerskonto. Ja, aber das hieß doch, ich kann mein Geld da auch ganz normal wieder auszahlen, wenn das nicht, wenn ich das nicht will. Dafür habe ich nein, ja 14 Tage Probezeit. Ja, das können Sie nicht machen, weil das ist falsch. Das ist nicht professionelles Konto. Ja, also wenn ich jetzt hier angeblich ein privates Konto hätte eröffnen sollen und ich habe irgendein professionelles Konto bekommen, dann ist es doch nicht mein Fehler. Warum soll ich jetzt dafür büßen und das bezahlen? Und kriegt er das Geld nicht wieder ausgezahlt, wenn ich das andere Konto nicht aktiviere? Wo ist denn da jetzt die Logik schon wieder? Das fehlt hier einfach wieder komplett. Die erzählt mir, wenn ich da auf das andere Konto kein Geld überweise, dann ist das Geld von dem anderen Konto ganz weg. Wenn ich auf das neue Konto Geld überweise, dann kann man es aber umbuchen. Ohne geht's nicht, da kann man dann nichts umbuchen. Hä? Also, das ist ja eigentlich tatsächlich schon Erpressung. Nun stellt euch mal vor, ihr habt wirklich bei einem Betrüger Geld eingezahlt und jetzt ruft euch so einer an. Also wer bei dem ersten Mal vielleicht schon was eingezahlt hat, der könnte jetzt hier tatsächlich nochmal was einzahlen. Weil man will ja sein Geld wieder zurückhaben. Und es gibt da sicherlich Menschen, die da Angst dann kriegen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was das hier werden soll, aber das ergibt doch überhaupt gar keinen logischen Sinn. Also gar nicht, nicht mal ansatzweise. Ja, und die Frau hat gesagt, bei dem professionellen Konto kann man das Geld auch wieder auszahlen. Nein, das können Sie jetzt nicht so machen. Sie werden jetzt, weil das ist fair, Sie werden einfach verlieren. Verstehen Sie es? Ja, aber warum verliere ich das? Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Wenn Sie möchten, Ihre Investition verlieren, das ist Ihre Entscheidung, ja? Wir sprechen jetzt seit 10 Minuten. Ich habe auch andere Aktivierungen hier. Und bitte, ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Ja, mein Ziel ist, dass Sie diese Investition nicht verlieren und haben normale Konto, wo Sie Profite machen können. Ganz logisch. Sie ist dazu da, um mir zu helfen, damit ich mein Geld nicht verliere. Ja, so kann man das natürlich auch beschreiben. Eigentlich ist ihr Job, mich nochmal zu bescheißen, wenn ich schon mal darauf reingefallen bin. Und ja, dass ich gleich doppelt Geld verloren habe. Das ist nämlich ja auch das Ziel von diesem ganzen Anruf. Und nicht, um mir irgendwie zu helfen. Das ist schon eigentlich eine Nummer on top. Das ist gar nicht mehr so kriminell wie die anderen Videos hier. Das ist ja schon noch viel höchst strafbarer. Also das kann man eigentlich schon nicht mehr mit bandenmäßigen Finanzbetrug betiteln. Das ist noch viel, viel krasser, was das hier ist. Das ist gleichzeitig auch noch eine Art von Erpressung. Man wird mir das Geld nicht von dem anderen Konto auszahlen, wenn ich das jetzt hier nicht mache. Und dann verliere ich mein ganzes Geld und dann habe ich Pech. Ich habe Pech für deren Fehler angeblich? Na, also, da hat sich hier aber noch sich noch nie in deutsche Gesetze eingelesen. Okay. Mhm. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Ja. Wenn Sie möchten, diese Hilfe, ich bin hier und wir werden sofort Ihre normale Anfängerskonto eröffnen. Mhm. Sie werden sofort Ihre erste Investition da drauf bekommen. Okay? Sie ja. werden insgesamt 460 Euro dann auf Ihre Anfängersplattform haben, auf Ihre Anfängerskonto. Und für diese Unannehmlichkeit, ich werde noch von meiner Seite 40 Bonus Ihnen geben. Ja. Wie viel Bonus? Das bedeutet, Sie werden von meiner Seite 125 Euro dazu noch bekommen. Weil das ein Fehler passiert. Und Sie jetzt verschwinden noch Zeit damit, ja? Weil das braucht noch 15 Minuten, ja? Deswegen, ich gebe Ihnen noch 50%igen Bonus dazu. Wenn Sie es machen möchten,
und möchte weiter handeln mit normalem Handelskonto, lass uns das machen, ja, jetzt. Ja, wie viel Geld habe ich denn nachher auf dem Handelskonto? Sie werden insgesamt 460 Euro haben und dazu meine gegebene Bonus 125 Euro. Das ist 585 Euro. Naja, dann können wir aber die 25 noch drauflegen, dass wir dann 600 voll machen. Okay, gut. So, machen wir jetzt. Ja. Also, haben Sie jetzt Visa oder Mastercard? Wie möchten Sie das machen? Na, ich würde es mit der gleichen Karte einzahlen wie beim letzten Mal. Da sie hier ja angeblich von der Firma anruft, die mich angeblich schon mal beschissen hat, müsste sie ja auch sehen können, wie ich das letzte Mal bezahlt habe. Das steht in keinem Datenschutzgesetz, dass man das nicht einsehen könnte. Denn die letzte Zahlungsmethode, die ist sogar für die Steuerpflicht, dass das irgendwie da draufstehen muss. Also ist es auch im System noch vorhanden. Das heißt, ihr könnt im Computersystem eigentlich nachblättern, wie hat der Kunde das letzte Mal bezahlt. Das steht ja auch da. Naja, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass sie das hier komischerweise nicht weiß. Ja, also womit haben Sie die Überweisung gemacht? Mit Visa oder mit Mastercard? Na, das haben Sie ja da stehen, denke ich mal, ne? Nein, das zeigt mir nicht, womit Sie haben gemacht, mit Visa oder Mastercard. Ach so, weil die Kollegin sagte, da ist so mit SSL verschlüsselt und es ist alles gespeichert und da wird dann automatisch abgebucht. Ich habe keine Ahnung, Herr Alfred, ich habe keine Ahnung, wie Sie haben gesprochen und mit alles falsch gemacht, ja? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur, um Ihnen dabei zu helfen, ja? So. Dieses Problem zu regeln. Ja. Also, bitte jetzt, sagen Sie mir, womit Sie haben das gemacht, dass ich weiß, wie kann ich Ihnen helfen, ja? Ja, ja, das habe ich... Mit Visa oder Mastercard? Ich glaube, das war eine Visa-Karte. Visa-Karte, gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie jetzt Zugriff am Computer oder Handy? Auf dem Computer. Okay. Haben Sie schon Benidesk? Ja, Benidesk. Was soll ich haben? Haben Sie es mit Benidesk gemacht gestern? Nein. Okay, dann wollen wir mit Benidesk machen, dass ich Ihnen zeige, was Sie sollen machen. Was dass ist Sie denn selbst das? Sehen das oder soll ich telefonisch Ihnen helfen? Ja, was ist denn das? Bitte? Was ist denn das? Anydesk, das ist Fernsteuerungsprogramm, ja, dass ich sehe, was Sie machen. Also wir verbinden unsere Bildschirme und ich kann von hier Ihnen sagen, was zu drücken und was zu machen, ja, dass es geht schneller. Ist das in Ordnung für Sie? Nee, dann wenn ich da jetzt noch so ein extra Programm brauche, das kann mein Computer sowieso nein. nicht, weil ich habe hier noch so ein Windows 98 Computer. Nein, hallo, Herr hallo. Alfred, das ist Sie. Ja, Sie müssen gar nicht hier bauen und sowas, ja? Das ist nur Applikation. Ja, aber mein das Computer ist ja schon so alt, der kann das gar nicht. Nein, also, das ist für alle Computer. Auch für Windows? Das ist normale auch für mein Windows 95 Rechner? Das ist ganz normales Programm, das ist gar nicht, das nur, dass wir unsere Bildschirme verbinden und ich sehe, was Sie machen, ja? Tja, aber was sie irgendwie nicht versteht, dass das auf alten Rechnern nicht läuft. Und so ist es in der Tat auch. Versucht mal, so eine Remote-Desktop-Software auf einem Windows 98-Rechner zu installieren. Selbst bei XP ist das schon nahezu unmöglich. Und ich habe tatsächlich noch einen alten XP-Rechner aus meiner Haussteuerungsanlage, also so Smart-Home-Gedöns. Und da läuft tatsächlich noch ein absolut uralter, ich glaube, das ist schon 25 Jahre alt oder so, noch ein Windows XP-Rechner. Einfach nur, um eben bestimmte Steueraufgaben ab und zu mal manuell nachkorrigieren zu können. Und weil er halt im Schrank steht, also im Serverschrank, komme ich halt auch nicht permanent daran unbedingt und habe dafür eben auch eine Fernsteuersoftware da drauf. Ja, stellt euch mal vor, was das für ein Akt war, auf so ein altes Betriebssystem da tatsächlich noch eine funktionierende Remote-Desktop-Software draufzupacken. Also es funktioniert nicht mal, dass ihr da mit dem ganz normalen von Microsoft das Remote-Desktop drauf zugreift. Da steht dann auch einfach nur, dass das Betriebssystem am anderen Ende viel zu alt ist und es geht nicht, Pech gehabt. Ja, aber wenn ihr den Rechner nicht wegschmeißen wollt, weil der halt eben auch wirklich nur für ein paar Dulli-Aufgaben ist und nicht wirklich am Netzwerk hängt, also auch euer Netzwerk nicht gefährden könnte, den mache ich ja nur an, wenn ich mal was einstellen muss, ansonsten bleibt die Kiste aus.
Ja, da greife ich einfach per Fernzugriff drauf. Es geht aber bei so einem alten Rechner ja nur über ganz viele Umwege. Ihr könnt nicht einfach irgendwo ein Anydesk runterladen oder TeamViewer oder VNC und dann auf Installieren klicken. Nein, das geht nicht. Ihr könnt das Programm runterladen, ja. Aber dann steht da einfach nur, dass es nicht geht. Das Betriebssystem ist dann einfach viel zu alt. Das heißt, einzigste Chance, man kramt das Internet durch und sucht sich eine uralte Version. Ja, und dann hat man das Problem, dass man mit dem neuen Rechner, mit einer neueren Version, auch auf die alte Version von diesem Programm nicht zugreifen kann. Dann steht nämlich bei euch an dem neuen Rechner, die Version auf dem alten Rechner ist einfach zu alt, geht nicht. Tja, und da muss man ganz viel tricksen, damit man die Programme überhaupt noch so benutzen kann. Denn alte Betriebssysteme und alte Computer werden ja heutzutage leider weggeschmissen statt weiter benutzt. In meinem Fall läuft sowas halt eben noch weiter, bis es denn halt letztendlich einen Geist aufgibt und komplett gestorben ist. Weil warum? Muss ich ja nicht wegschmeißen. Viel Strom frisst er ja auch nicht, wenn er die meiste Zeit eh aus ist. Also von daher, aber es versteht die Dame hier nicht, dass man auf einem alten Computer nicht mehr was Neues installieren kann. Sie ist felsenfest der Überzeugung, sie kriegt ihr Anydesk auf meinen Windows 95 Rechner drauf. Na, bestimmt. Wenn Sie sagen, dass das mein Computer kann, dann können wir das ja mal probieren. Aber wie gesagt, okay. Das ist noch ein Windows. Das ist aber auch noch, wie gesagt, das ist aber noch ein Windows 95 Rechner, ne? Also der ist schon fast 30 Jahre alt. Okay, jo. Wir werden versuchen, ja? Wenn okay. Nicht, dann ich werde telefonisch sagen. Ja. Ich werde buchstabieren, ja? Ja. A wie Anton. Wo soll ich denn das hinschreiben? Im Suchfeld. Welches Suchfeld? Haben Sie im Computer kein Suchfeld? Nein. Das ist doch ein Windows 95 Rechner, der hat sowas nicht. Okay, dann wie möchten Sie das machen? Mit Handy? Nee, da geht ja kein Internet bei mir. Wie haben Sie Investitionen gemacht, Herr Alfred, gestern? Na, da hat eine Frau angerufen und das habe ich dann am Telefon alles durchgesagt. Gut. Also Sie haben dann sollen Sie mir dann sagen, Ihre Mastercard-Nummer einfach. Und ich werde das von meiner Seite machen, wenn Sie haben gar nichts. Warum Mastercard-Nummer jetzt auf einmal? Ich dachte, wir nehmen die Visa-Karte. Ja, Ihre Visa-Karte. Ich werde jetzt alles eintragen. Ihre Name, Nachname und so weiter. Ich werde das von meiner Seite machen. Ist es in Ordnung für Sie? Nur meinetwegen. Also im Klartext heißt es, die Dame möchte, dass ich ihr meine Kreditkartendaten einfach am Telefon sage. Habe ich jetzt hier in den anderen Gesprächen ja auch immer einfach so gemacht. Das Problem ist nur, die CVV, die solltet ihr auf keinen Fall irgendwie am Telefon weitergeben. Denn wenn ihr die einmal weitergebt, ja, dann kann derjenige, der da am anderen Ende sitzt, die CVV natürlich fröhlich munter weiter benutzen. Und auch wenn es mittlerweile schon geändert ist, man kann die Kreditkarte trotzdem benutzen. Und zwar wenigstens für Kleinstbeträge. Ich glaube, teilweise unter 50 oder wenn nicht sogar ein bisschen mehr, kann man dieses Verfahren, dass man da so eine PIN oder sowas auf dem Handy bekommt, ausschalten. Beziehungsweise standardmäßig ist das auch aus. Das ist wie mit eurer ganz normalen Bankkarte, wenn ihr das so ranhaltet, mit diesem NFC-Chip, also bezahlen kontaktlos, nur Karte ranhalten. Da muss man ja auch irgendwie, also solange das alles unter 30 Euro oder so ähnlich ist, ich habe glaube ich auch schon mal 50 Euro einfach ohne PIN bezahlt, dann geht es einfach durch. Da fragt keiner, weil das sind Kleinstbeträge. Da jetzt einen riesen Aufriss zu machen wegen 1,95 eine Packung Kaugummi irgendwo an der Tankstelle, das funktioniert, das nervt. Also da holt keiner sein Handy raus und gibt dann noch irgendwie einen zusätzlichen TAN ein oder irgendeine PIN-Nummer oder was weiß ich. Und genauso ist es bei Kreditkarten auch. Und wenn ihr dann die CVV sagt, dann könnt ihr schön shoppen gehen. Ich meine, klar, irgendwann funktioniert es nicht mehr, weil irgendwann greift diese PIN-Abfrage dann wieder, dass man dann so einen TAN zugeschickt bekommt. Das ist aber auch nicht immer. Das ist alle paar Mal. Manchmal sogar ein bisschen aufdringlich, aber dann hat man wieder eine ganze Weile Ruhe. Und naja, wenn das jetzt gerade so eine Phase ist, wo man Ruhe hat, dann könnten die in Ruhe immer mal wieder 50 Euro von eurem Konto abheben. Ja, und nicht jeder kriegt halt eben so in Klammern kleinere Beträge dann auch sofort mit. Ich meine, wer achtet jeden Tag penibel auf seinem Konto hundertprozentig, was da alles so runtergeht? Gerade bei einer Kreditkarte, da kriegt ihr am Ende des Monats eine Rechnung. Vorher sieht man da teilweise nicht mal was. Bei manchen Banken mittlerweile schon. Ja, aber so die Kreditkarten-Apps, die sind halt eher so, naja, ein schlechtes Spielzeug als eine funktionale App. Und da sieht man nicht unbedingt gleich, dass da was abgegangen ist. Und selbst wenn, ich meine, gut, ein Kreditkartenunternehmen muss immer erstmal belegen, ob ihr das wart und dann kriegt er die Kohle halt einfach wieder. Aber das ist immer mit Streit und Stress verbunden und jede Menge Ärger. Bitte? Ja, können wir machen. Okay. Ich werde jetzt das eintragen, ja?
Alfred, okay, einen Moment, ich werde das eintragen von meiner Seite. Ist das in Ordnung, ja? Hä, wer ist da jetzt? Hallo? Einen Moment, ich werde jetzt Ihre Daten eintragen, hier, ja? Ja. Ich werde das von meiner Seite machen. Ich brauche kurz 2 Sekunden, ja? Einen Moment. Ja, aber Sie sind doch jetzt irgendwer anders. Wer ist denn da jetzt? Herr Alfred, ich mache jetzt das Vorbereite, ja? Weil, ja. Weil Sie können das nicht von Ihrer Seite machen, das werde ich von meiner Seite machen, ja? Okay? Ja, okay. Okay, einen Moment, ich werde das jetzt vorbereiten. Warten Sie ganz kurz. Ja, ich bereite das ja auch vor, ja? Ja, machen Sie es auch. Ich werde das von meiner Seite machen, okay? Okay. Einen Moment, ich, ja, danke. Jo. Haben Sie Visa-Kredit, ja? Welche Visa haben Sie? Herr Alfred, hallo? Hören Sie mich? Ja, jetzt? Ja. Ja. Welche Visa haben Sie? Kredit oder Debit? Die Frage ist bescheuert, das wissen Sie, ne? Nochmal, Herr Alfred, jetzt habe ich alles hier hinzugefügt. Ich brauche von Ihnen, welche Visa ist das? Kredit oder Debit? Ich weiß nicht, mit welcher haben Sie gemacht? Hä? Die Frage macht keinen Sinn. Das, was Sie sagen, existiert nicht. Wie bitte? Das, was Sie sagen, macht keinen Sinn. Also, wir hatten doch jetzt hier im Gespräch schon, dass ich mit einer Visakarte eingezahlt habe. Und wir hatten auch schon vereinbart, dass wir meine Visakarte hier nehmen werden. Und dann war es auf einmal doch wieder die Mastercard und jetzt sind wir wieder bei der Visakarte. Und jetzt fragt sie mich Visa oder Debitkarte. Hä? Wir hatten doch, also mit meiner Debitkarte kann sie ja scheinbar nichts anfangen, weil Lastschriften gehen ja bei Betrüger-Callcenter nicht. Die könnte ich 6 Wochen lang zurückholen. Genau deswegen gehen auch keine Banklastschriften. Die möchte jetzt hier wissen, ob ich eine Debitkarte habe. Eine Debitkarte ist nichts anderes als die Karte, wo eure IBAN draufsteht. Also das Ding von der Postbank, von der Sparkasse, Sparda-Bank, was es da so alles gibt, ING, DiBa, da hat man eine Debitkarte. Die Debitkarte ist nichts anderes als die Maestro-Karte, also das Bankkonto. Ja, aber eine Kreditkarte ist das nicht. Deswegen macht die Frage rein logisch überhaupt gar keinen Sinn. Sie verschwinden jetzt mal Zeit. Möchten Sie also Ihr normales Anfängerkonto haben oder nicht? Ja, ja, habe ich doch gesagt. Aber Ihre Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, die macht rein logisch keinen Sinn. Es gibt keine Visa-Debitkarte, sowas bitte. Gibt es nicht. Was? Also, Ihre Verbindung ist irgendwie schlecht. Welche Visa haben Sie, Herr Alfred? Also, ich habe wirklich jetzt nicht so viel Zeit, ja? Ja, ich habe sehr andere Aktivierungen. Sagen ja, aber Sie mir warum, bitte was. Warum sind Sie jetzt so unfreundlich? Weil ich habe jetzt meine 24 Minuten verschwunden, ja? Und Sie ja, aber mir gut, antworten Sie nicht. Aber Moment mal, Sie sitzen doch hier 3 Minuten am Telefon und sagen kein Wort. Und jetzt wollen Sie bei mir Druck machen? Ich glaube, es hackt. Herr Alfred, ich mache das alles von meiner Seite, ja? Für ja, Sie. Aber lahmarschig. So. Und bitte, dann antworten Sie mir, dass wir dieses Prozess abschließen und Sie können normal handeln. Ja. Sagen Sie mir bitte. Was denn? Ihre Visa. Ja. Ich muss ja hier Card Number. Ja. Nummer von Ihrer Karte. Also was Sie wollen die da? Kartennummer haben. Herr Alfred, also... ich habe eine Frage gestellt. Sie werden Ihre erste Investition nie wiedersehen. Haben Sie jetzt pass mal auf, du Scheißbetrüger. Das, was ihr da macht, ist Abzocke. Das ist verpiss illegal. Dich. Du bist eine Scheißbetrügerin. Verpiss dich. Ja, genau, Scheißbetrüger. So, als erstes hier nochmal eine kleine Korrektur. Also ich habe doch gefunden, es gibt eine Visa-Debitkarte. Debit bedeutet quasi, dass euer Konto, euer Bankkonto sofort belastet wird bei einer Online-Bezahlung. Ja gut, dann kann das so sein. Habe ich so jetzt vorher nicht gewusst. Ist aber auch egal. Vom Prinzip her. Ich meine, sie hat jetzt hier ganz, 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 ganz klar eigentlich gerade selbst bestätigt, dass sie eine Betrügerin ist und dass hier alles nur Abzocke ist. Fragen kann sie nicht beantworten. Selbst wenn ich irgendwo falsch liege und bin da jetzt falsch, kann man doch erklären oder nicht. Dann kann man doch mal seine Schnauze aufmachen und mal vernünftig aneinanderreihen, was sie eigentlich meint. Aber irgendwie kriegt sie das nicht hin. Dafür ist sie einfach schlichtweg viel zu unterbelichtet und blöd. Naja, und dann beleidigt sie halt einfach.
Tja, aber scheiß Betrüger, das ist für mich keine Beleidigung, sondern das ist einfach mal eine Tatsache. Denn letztendlich versucht sie hier nichts anderes, als euer Geld zu klauen. Und zwar zum zweiten Mal. Denn sie ist diejenige, die danach anruft, nachdem ihr schon mal irgendwo angeblich was eingezahlt habt. Keine Ahnung, wie ich in diese Liste reingerutscht bin, aber beim Callcenter-Terroristen gab es ja sowas Ähnliches auch schon mal vor einer ganzen Weile. Das war nochmal etwas anders vom Gesprächsaufbau her, aber vom Prinzip her schon irgendwo, naja, das ist halt der zweite Versuch, ne? Letztendlich redet sie aber hier einen Haufen Müll und möchte von mir mein Geld. Und Erklärungen kann sie nicht. Und zum Schluss wird sie ungeduldig. Was ich hier natürlich immer rausschneide, die ganzen Wartezeiten, das kriegt ihr so gar nicht mit. Bei euch ist das Gespräch eigentlich hintereinander weg. Und sie hat mich hier tatsächlich einfach 3 Minuten stumm sitzen lassen. Und wenn sie dann was fragt, dann muss man sofort springen. Ansonsten wird sie gleich ausfallend und wütend. Und sie verschwinden ihre Zeit. Naja, so ist es halt mit den Kakerlaken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und jetzt seht ihr hier natürlich noch eine Auswahl von allen anderen Videos, die ihr euch auf dem Kanal hier gerne anschauen könnt. Denn da seht ihr noch weitere Betrugsmaschen. Gerade für die, die neu sind auf dem Kanal, könnte das Ganze hier schon interessant sein, da nochmal reinzuschmökern, was ihr euch noch nicht angeschaut habt. Ich bedanke mich. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.